Nur 3% aller Krebsopfer sterben an Krebs. Die restlichen 97% sterben an ihrer Unwissenheit. Jeder sollte wissen, dass der Krieg gegen den Krebs größtenteils ein Betrug ist. Professor Dr. Pauling, zweifacher Nobelpreisträger und Begründer der orthomolekularen Medizin. Jeder zweite Mensch erkrankt daran, jeder vierte stirbt an Krebs. Und wo bleiben dabei die forschenden Pharmaunternehmen? Krebs ist nach wie vor die Geisel der Menschheit. Eine Chemotherapie führt nachweislich zu einer sehr fragwürdigen Erfolgsquote von durchschnittlich lediglich 2,3% aller Behandelten, untermauert durch Langzeitstudien aus den USA und Australien an insgesamt 200.000 behandelten Patienten. Prophylaxe wie etwa Brustscreening weist eine Erfolgsquote von 0,2% statt der versprochenen 25% auf. Ein weiteres Beispiel, neben unzähligen anderen, die Mammographie. Wie der Stern berichtete, wird der Nutzen weitaus überschätzt. Zitiert wird ein Wissenschaftler: Bezogen auf 1000 Frauen senkt die Mammographie das Sterblichkeitsrisiko allerdings nur um 0,2%. Konkret also sterben von 1000 Frauen, die regelmäßig eine Mammographie machen, nur 2 Frauen weniger an Brustkrebs. Natürlich wundert man sich sehr über diese lächerliche kleine Zahl und stellt sich die Frage, wie die Ärzteschaft darauf kommt, den Patientinnen in den gynäkologischen Praxen 25% und mehr zu versprechen. Ganz einfach, hier werden relative statt absolute Vergleiche erhoben, damit aber betrügerisch Äpfel mit Birnen verglichen. Fachärztin Ingrid Mühlhauser von der Universität Hamburg klärt diesen menschenfeindlichen Trick auf. Sterben von 1000 Frauen in 10 Jahren 8 ohne Screening und wären es mit Screenen im selben Zeitraum 6, dann sind 6 statt 8 rechnerisch eine Senkung um 25%, so Frau Mühlhauser. Während die Relation 8 zu 6 einen Wert ergibt, der mit 25% sehr gut zu verkaufen ist, da er sich sehr hoch anhört, erwartet die Patientin, in der Regel auch ihr Arzt, selbstverständlich eine völlig andere Gegenüberstellung von Zahlen, nämlich der verstorbenen Patientinnen zu 1000 Personen, die sich regelmäßig einem Brustscreening unterzogen haben, im Vergleich zu den verstorbenen Patientinnen, die sich keinem Brustscreening bzw. keiner Mammographie unterzogen haben. Die gefährliche Chemotherapie, die Ärzte nicht durchschauen. Ein weiteres Beispiel sind die prozentualen Angaben zu Erfolgsaussichten bei einer Chemotherapie. Auch hier werden trickreich Äpfel mit Birnen verglichen und relative statt absolute Vergleiche vorgenommen. Wie kommt es also dazu, dass der Patient in der Klinik häufig einen ganz anderen Eindruck gewinnt? Wie kommt es, dass der Doktor von besseren Chancen spricht, wenn er ihm seine Chemotherapie nahelegt? Zahlenjonglage mit defekten Zahlen. Studien, die belegen können, dass Patienten durch die Chemotherapie eine größere Überlebenschance hätten, wurden nie durchgeführt. Bei allen Chemotherapiestudien werden lediglich neue Zellgifte mit alten verglichen. Was meint aber Professor Dr. Abel aus der Heidelberger Institut damit? Auch hier bedient man sich der bewährten Vorgehensweise, sich auf relative statt absolute Werte zu beziehen, da diese dann natürlich höher ausfallen. Und so vergleicht die Pharmaindustrie hier schlicht eine neue Chemotherapie mit einer älteren und den Mehrwert eines neuen Chemotherapeutikums zu einem alten Chemotherapeutikum wertet sie prozentual aus. Ich gebe mal euch ein Beispiel dazu speziell. Sagen wir mal, Cystostatikum A, ein älteres Chemotherapeutikum, hat zu 1,1% Wirksamkeit im Kampf gegen Brustkrebs bewiesen. Cystostatikum B, ein neues Chemotherapeutikum, wiederum 1,65%. Übrigens realistische Werte wie eine große Studie an über 200.000 zuvor mit Chemotherapie behandelten Krebspatienten aus den USA und Australien, die über einen Zeitraum von 5 Jahren beobachtet wurden, mit einem Durchschnittswert von lediglich 2,3% der Überlebenden attestierte. Cystostatikum B hat also trotz eines angesichts der Nebenwirkungen der Chemotherapie unzumutbar negativen Ergebnisses einen 50% höheren Erfolg zum Cystostatikum A aufzeigen können. Exakt diese 50% sind es, die der Onkologe zum Anlass nimmt, um ihnen an ihrem Krankenhausbett Hoffnungsfall zu verkünden. Was sagen aber Ärzte, die befragt wurden, ob sie selbst, wenn sie Krebs hätten, auch eine Chemotherapie überhaupt machen wollen würden? Im Jahr 1986 wollten übrigens einige US-Wissenschaftler der Frage auf den Grund gehen, ob die Onkologen, die ihre Patienten mit Chemotherapie behandeln,
bei sich selbst diese Therapie ebenfalls anwenden würden, wenn sie Krebs hätten. Ungefähr 3/4 der angeschriebenen Ärzte haben geantwortet und die Antwort war schockierend und ernüchternd zugleich. 80% der befragten Ärzte würden keine Chemotherapie bei sich selbst anwenden. Als Gründe für die Ablehnung wurden erstens die nicht definitiv nachgewiesene Wirksamkeit und zum anderen die hohe Toxizität genannt. Kurzer Cut hier an der Stelle, meine lieben Freunde. Also, falls du neu auf meinem Kanal bist und du nicht abonniert hast und dir das Video gefallen hat bis zu diesem Zeitpunkt hier, dann würde ich mich über ein Abo und über ein Like freuen. Auf meinem Kanal findest du wirklich ähnliche Themen wie hier. Und Cut, weiter geht's mit dem Video jetzt. Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Ein mehr als zu hinterfragendes Dreieck eines offensichtlich fehlgeleiteten, symptom-statt-ursachen-orientierten Krebstherapiekonzepts einer vermeintlich fortschrittlichen Medizin, die sich ganz offensichtlich seit Jahrzehnten in einer Sackgasse befindet. Die Heilung von Krebs ist möglich, vorausgesetzt, man entscheidet sich für die richtige Krebsbehandlung. Krebsvorbeugung, Prophylaxe auch genannt, ist mittlerweile ein Muss und mit der richtigen Kombination an Natursubstanzen durchaus einfach und kostengünstig. Im Falle einer akuten Krebserkrankung und Nachsorge sollte man auf das goldene Dreieck der Krebsheiltherapie setzen. Das auf erstens mentalem Training, zweitens Entgiftung und Entsäuerung sowie drittens Ernährung inklusive sinnvoller Heilsubstanzen in Form bestimmter Nahrungsergänzungsmittel besteht. Wusstest du das? Bittere Aprikosenkerne, Vitamin B17 auch genannt, seit über 60 Jahren Anwendung zu 98% die Krebserkrankung von Millionen von Menschen verhindern? Wusstest du das? Es mit Resveratrol eine Powersubstanz gibt, die in Studien die Erkrankung von Brustkrebs zu 100% verhindern konnte? Wusstest du das? Bromelain das Wachstum von Lungenkrebs, Lymphdrüsenkrebs und Leukämie um mindestens 80% hemmt? Wusstest du das? Welcher Enzymmix laut Professor Warburg die Krebsrate auf der Welt allgemein halbieren könnte? Wusstest du das? 600 Milligramm Bromelain pro Tag in wenigen Wochen gemäß dem französischen Internisten Gérard zu einem beachtlichen Rückgang von bösartigen Tumoren führen konnten, besonders bei Brust-, Darm- und Magenkrebs? Wusstest du das? Dass es nach Expertenaussagen keine einzige Krebsart gibt, die nicht auf die Behandlung mit Kurkumin positiv reagieren würde. Wusstest du das? Im Jahr 2005 Kurkumin auf einem Ärztekongress in den USA als einziges Naturheilmittel, das zur vorbeugenden und therapeutischen Behandlung von Krebs, unabhängig von der jeweiligen Krebsart, eingesetzt werden kann, anerkannt wurde. Wusstest du das? Im länderübergreifenden Vergleich statistisch gesehen die Erkrankungsquote von Brust-, Prostata- und Dickdarm- und Lungenkrebs in Indien 10-mal niedriger ausfällt als in den USA, was dem alltäglichen Anteil an Kurkumin innerhalb der traditionellen indischen Ernährung zugeschrieben wird. Wusstest du das? Dr. Schwarz in seinen Studien mit DHEA eine Reduktion der Krebsrate um bis zu 80% beobachten konnte. Wusstest du das? Das organische Germanium im Tierversuch die Wirkung der natürlichen Killerzellen von 10% auf 33% verdreifachen konnte. Wusstest du das? Professor John Pesutto in seinem einmaligen weltweit größten Forschungsprogramm mit seinem Team 2500 natürliche Substanzen auf deren krebshemmende Wirkung hin untersucht hat und zu folgendem Fazit kam. Von allen Pflanzenstoffen, die wir auf ihre chemopräventive Wirksamkeit untersucht haben, war Resveratrol die vielversprechendste Substanz. Wusstest du das? Stolze 6000 Krebsstudien zu Papain, die hervorragende Wirkung von Papaya und Papain untermauern. Wusstest du das? Am Hahn-Meitner-Institut in Berlin, Selen unter der Leitung von Professor Dr. Beta Bretter unter Beweis stellen konnte, dass eine tägliche Dosis von 300 Mikrogramm Bioselen die Brustkrebsrate bei Frauen auf Null senkt. Wusstest du das? Untersuchungen an der renommierten Harvard School of Public Health an 34.000 Männern aufzeigen konnte, dass Männer mit hoher Selenaufnahme ein um die Hälfte höheres Risiko aufweisen, an Prostatakrebs zu erkranken. Wusstest du das?
Der chinesische Heilpilz Maitake in einer Studie an 165 Krebspatienten eine Rückbildung des Tumors bzw. signifikante Verbesserung bei 73% der Brustkrebspatienten, 67% der Lungenkrebspatienten und 47% der Leberkrebspatienten nach sich ziehen konnte. Und vieles mehr. Im nächsten Video werden wir besprechen, was ich gegen Krebs machen würde, beziehungsweise aber auch, wie schon eben erwähnt, wie ich prophylaktisch gegen Krebs auch vorgehe. Dazu zählt natürlich auch ein gesunder Lebensstil. Aber was könnte man machen, wenn man Krebs hat? Es gibt wirklich einiges zu machen, beziehungsweise einzunehmen oder sich therapieren zu lassen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Und ich werde in dem nächsten Video wirklich nicht auf alles eingehen, weil das würde wahrscheinlich ein einstündiges Video werden. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Bis dahin und danke. Und lass doch ein Like da, falls du es nicht gemacht hast und es dir gefallen hat. Und wenn du neu bist, ein Abo. Also in dem Sinne, mach's gut. Bis dahin. Ciao.